Die Märkte sind derzeit in einem hochinteressanten Spannungsfeld zwischen der KI-Blase einerseits und steigendem Dollar, steigenden Kapitalmarktzinsen auf der anderen Seite. Denn steigender Dollar und steigende Kapitalmarktzinsen sind eigentlich ein Symptom von Risikoaversion, während die KI-Blase ja sozusagen risk-on pur ist und irgendwas beißt sich da und normalerweise muss es jetzt so laufen, entweder Dollar und Renditen, Kapitalmarktzinsen steigen weiter, dann platzt irgendwann die KI-Blase oder die KI-Blase wird sich weiter aufblähen und Dollar und Kapitalmarktzinsen, ergo Renditen fallen wieder. Jede Blase hat natürlich einen rationalen Grund und der wichtigste Grund ist, dass Menschen in ähnlichen Situationen sich ähnlich verhalten. Und rein evolutionsbiologisch ist der Mensch ein Hoffnungstier. Er hat immer Hoffnung, deswegen konnte er dem Mammut endlos hinterherlaufen, in der Hoffnung, er wird es noch kriegen. Und man hofft ständig sozusagen auf die glorreiche Zukunft. Man läuft also gewissermaßen der KI, dem KI-Mammut hinterher, bis man feststellt, ups, man kriegt es nicht, weil es nicht in Reichweite ist und die ganze Geschichte sich als kleine Halluzination herausgestellt hat. Also jede Blase hat eine rationale Grundlage. Es passiert ja etwas mit KI, es ändert sich ja was mit KI, aber halt nicht in der Form, was die allermeisten Investoren erwarten. Schauen wir uns mal diese spannende Gemengelage an. An den Märkten. Wir hatten gestern wieder mal einen Tag, nämlich den 5. in Folge, wo der S&P 500 gestiegen ist, wenn auch nur marginal, aber mehr Aktien gefallen sind als gestiegen sind. Also ein negativer Press. Wir sind jetzt auf dem Weg zu praktisch der schlechtesten 6 Monaten des breiten Marktes, könnte man sagen, in Relation zu den Tech-Werten oder zum S&P 500. Genauer gesagt, gestern waren es vor allem Apple und Amazon, die die Märkte getrieben haben. Tesla ist auch deutlich gestiegen, wahrscheinlich mit dem Versprechen, dass dann Robotaxis auf dem Mars fahren im Jahr 3229. Keine Ahnung, ist eben wie es ist. Interessant ist aber, dass Nvidia dann sogar noch ins Plus gedreht ist. Wir hatten in den letzten 1, 2, 3 Minuten nochmal so einen richtigen Pop nach oben. Vorher war das weitgehend ziemlich dunkelrot, vor allem hier rechts unten auf dieser Seite. Also so ziemlich alle Aktien waren gefallen. Einige haben sich dann noch ins Plus gerettet. Aber die Treiber waren gestern vor allem Apple und Amazon. Nvidia hat dann auch nochmal deutlich aufgeholt, von minus 2% noch ins Plus gedreht leicht. Und man darf nicht vergessen, dass 1 Cent bei der Nvidia-Aktie machte 240 Millionen Dollar aus, mehr oder weniger an Marktkapitalisierung, eigentlich unvorstellbar. Jene Firma, die ein paar wenige Kunden hat, eine Handvoll Kunden hat, einer davon offenkundig Microsoft, fast ein Viertel, also 22 oder etwas mehr als ein Fünftel, 22% der Umsätze kommen durch Microsoft. Und das sind natürlich Klumpenrisiken. Nvidia hat so viele Klumpenrisiken. Erstens die ganze Taiwan-Geschichte, zweitens dann eben diese Großkunden, die natürlich sehr zahlungskräftig sind, aber die natürlich, wie Microsoft, wie Google, die natürlich auch sich sagen, also lieber würden wir das ja selber machen, in der eigenen Hand haben. Und unten sehen wir mal die Erwähnungen von AI, also von KI im ersten Quartal. Also da muss man viel KI sagen, damit sozusagen die Leute das Mammut im Kopf haben und man vergisst so ein bisschen dabei, es werden viele Datencenter gebaut, was das an Strom fressen wird, das wird erstmal inflationär sein. Das Angebot ist knapp, die Preise werden steigen, Energiepreise dürften hier weiter steigen und das ist etwas, was sozusagen hier ganz anders war als noch in anderen Blasen. Diese Blase ist enorm energieintensiv und das war nicht mal in der Inflationsdekade so, das war auch nicht in der Hausblase so. Gestern ja vor allem Amazon, die den Markt getrieben haben mit weit über 3%. Anstieg und jetzt sind wir im 2-Billionen-Club. Da ist auch wieder KI im Spiel. KI, die New AI Chatbot Metis. Der soll ChatGPT Konkurrenz machen. Klar, da musst du mal viele Milliarden zulegen, wenn du ChatGPT Konkurrenz machst. Ja, unten sehen wir einen Blick aktuell in die Firma.
Hier sehen wir Steve Bezos, wie er an seinem hochmodernen Rechner sitzt. Also Amazon war gestern der Treiber, neues Allzeithoch. Dementsprechend, weil Tesla und Amazon gestiegen sind, Consumer Discretionary gestern deutlich im Plus. Ansonsten nur noch Communication Services, ganz leicht im Plus, alle anderen Sektoren im Minus, vor allem Energie. Wir sehen den WIX 2% im Minus, die Märkte wenig verändert in der Summe oder keine großen Bewegungen. Also, wir hatten dann kurz vor Handelsschluss diesen Pop nach oben. Dann aber kam Micron. Und die Zahlen waren jetzt nicht so doll, fast 8% ging es dann nachbörslich nach unten. Die Zahlen waren okay, ja, also das ist ja gar keine Frage. Das Problem war nur, dass die Aktie eben seit Jahresbeginn 70% gestiegen ist. Und dann reicht es eben nicht, wenn du zum Beispiel beim Ausblick sagst, naja, wir sehen Revenue zwischen 7,4 Milliarden und 7,8 Milliarden. Wenn der Markt 7,6 erwartet, dann bist du ziemlich genau in der Erwartung. Und deswegen haben die Leute nicht die Aktie gekauft und 70% nach oben geprügelt, weil du dann um und bei in der Erwartung bist, sondern du erwartest das KI-Wunder. Du erwartest sozusagen das Exzeptionelle, das, was Nvidia durch ein paar, wie soll man sagen, kreative Bilanzierungsmöglichkeiten dann auch immer wieder liefert. Und auch die Marge war schwach. Das ist das, was die Wall Street überhaupt nicht gerne mag, weil eine schwache Marge kriegst du schlecht geändert. Umsätze kannst du vielleicht nach oben bringen, aber schwache Marge ist nicht gut und deswegen eben diese 8%, die die Aktie auf der Uhr hatte. Derzeit alle in Momentum, absolut übergewichtet im Vergleich zu Value. Das sehen wir in diesen Charts praktisch jetzt auf Allzeithoch. Momentum, Value ist total untergewichtet in den Portfolios, also alle sitzen im selben Trade, deswegen will keiner die anderen Aktien haben, die also nicht unmittelbar mit KI zu tun haben. Deswegen sehen wir, dass immer weniger Aktien über ihrem 100-Tages-Durchschnitt handeln, obwohl der Index ja weiter nach oben gegangen ist. Und jetzt kommt eine Bemerkung von John Hussman, die genau das auf den Punkt bringt, was relevant ist und vor allem mit Daten belegt, mit Fakten belegt, auch wenn die natürlich von Blasenanhängern nicht gerne gehört werden. Hier hat Hussman mal gezeigt, nämlich das reale BIP-Wachstum in blau, also inflationsbereinigt, und rot hier sind das Gewinnwachstum der Unternehmen. Rechts, ganz rechts, die letzten 20 Jahre, ganz rechts die letzten 30 Jahre, dann 45, dann 60, dann 75 Jahre. Und wir sehen, die Steigerung ist nicht da. Im Gegenteil, je näher wir sozusagen oder je kürzer der Zeitraum an die Gegenwart ranreicht, umso geringer ist die Steigerung. Das heißt, wir haben diesen exponentiellen Effekt nicht, der eigentlich in der KI-Blase ja vorausgesetzt wird, sozusagen als als eingepreiste Voraussetzung gilt, die sowieso klar ist. Und hier sehen wir, dass das eben nicht der Fall ist. Das hatten wir auch in der Dotcom-Zeit nicht wirklich. Dementsprechend ist das natürlich komplett übertrieben, auch wenn natürlich einige wenige Unternehmen profitiert haben. 99% sind verschwunden, einige wenige haben profitiert, die wir alle kennen, die heute die großen Player sind. Und man denkt, ja, das werden auch in Zukunft die großen Player sein, so wie man vorausgesetzt hat, dass nach der Ölkrise die Energiekonzerne wie BP die ganz großen Player auf absehbare Zeit werden. Sie sind nicht verschwunden, aber sie sind eben nicht mehr mit dieser Dominanz versehen. Und das, was hier Armstrong versuchte klarzumachen, ist auch sehr, sehr wichtig. Diese Konzentration in wenigen Werten schafft nur mehr Ungleichheit und ist kein Beleg für wirtschaftliches Wohlergehen. Das ist das, was viel verwechselt wird. Man glaubt, dass das irgendwie positiv sei. Nein, es ist nicht positiv. Mehr ökonomische Konzentration, größere Wohlstandsgefälle, die wir hier sehen. Kommen wir jetzt mal zu den Märkten. Und ich hatte Renditen angesprochen, also Kapitalmarktzinsen und Dollar. Hier sehen wir mal das saisonale Bild. Da sind wir schon ziemlich weit gelaufen, was die Saisonalität betrifft in einem Wahljahr. Und der Bob Elliott bringt, wie ich finde, einen hochinteressanten Satz hier, der das Dilemma irgendwie dieses permanent steigenden Marktes auf den Punkt bringt. Entweder ist das Wachstum nicht so da, wie man es sich erhofft, weswegen dann die Bewertung vor allem der KI-Aktien zu hoch wäre, oder
Das Wachstum ist da, weswegen aber die Zinsen so nicht sinken können und die Kapitalmarktzinsen tendenziell weiter steigen und die Leitzinsen nicht fallen. Das ist sozusagen das Grundproblem, glaube ich, das diese Märkte haben. Schauen wir uns mal. Eigentlich sind wir dass seit zwei Wochen wir um und bei seitwärts laufen eigentlich in den Indizes, nämlich seit 14.06. sind wir in einer Trading Range von um und bei 2%. Unten sehen wir mal, nachdem wir die Reaktion auf Micron gesehen haben, dass wir extrem starke Ausschläge nach Earnings haben, also nach den Zahlen der US-Unternehmen fast auf dem höchsten Stand ever. Wir haben es an Micron gesehen, da passiert was. Und auf der anderen Seite wettet man oder haben viele gewettet auf bald fallende Zinsen. Deswegen sind in den TLT, dieses ETF, das langlaufende US-Anleihen abbildet, extrem viele Gelder geflossen. Noch nie so viel an einem Tag wie jetzt in der letzten Woche der Fall gewesen, weil man denkt, naja, wenn die Zinsen sinken, dann sinken auch die Renditen, was dann positiv für den Kurs des TLT wäre, also gehen wir da rein, aber das Gegenteil passiert, wir sehen, die Renditen steigen 4,33% und wir sehen, dass da eigentlich der Ausbruch aus dieser Abwärtswedge gelungen ist bei den Renditen und das gilt erst recht für den Dollar. Hier sehen wir den Dollar mit einem Ausbruch nach oben. Der könnte durchaus noch weiter gehen, wenn wir jetzt diesen Widerstand überwinden. Morgen sind ja die PCE-Inflationsdaten. Da erwarten alle eigentlich sogar einen niedrigeren Wert. Aber das Problem ist, dass viele Inflationskomponenten nach wie vor da sind, auch wenn sie zwischenzeitlich mal ein bisschen nachlassen. Vor allem Mieten. Ich hatte gestern gesagt, KKR steigt groß in den Immobilienmarkt ein, weil man an steigende Mieten glaubt. Hier sehen wir mal die Hauspreise. Die Hauspreise in den USA haben sich seit 1990 mehr als verdoppelt in Relation zur offiziellen Inflationsrate, sodass ein Mieter derzeit mindestens 66.000 Dollar verdienen muss in den USA, um sich eine durchschnittliche Mietwohnung leisten zu können. Und hier sehen wir mal, dass all das natürlich auch mit der Geldpolitik zu tun hat. Wir haben einen Money Supply. In den letzten Jahren Geldmenge M2 42% und der durchschnittliche Preis eines neuen Hauses plus 44%. Wie Milton Friedman gesagt hat, Inflation ist immer ein monetäres Phänomen. That is true. Und viele Amerikaner allerdings haben das Glück, dass sie das nicht so betrifft, weil sie eben keine flexible Zinsbindung haben, wie das etwa noch in den 80er Jahren der Fall war. Da war mindestens ein Drittel war flexibel verzinst, das heißt, wenn die Kapitalmarktzinsen stiegen, dann stieg auch die Zinsbelastung für den Kreditnehmer. Das sind jetzt nur noch 12-13%, das hat sich also deutlich entspannt. Deswegen können viele mit diesen hohen Zinsen noch umgehen. Aber je länger die Zinsen hoch sind, umso eher dann, dass eben ein solcher Vertrag ausläuft nach 10-15 Jahren, dann musst du refinanzieren und dann wird es weniger lustig. Refinanzieren tun die Banken, die top aufgestellt sind. Jetzt hat der Bankenstresstest in den USA völlig überraschend ergeben, dass alle Banken bestanden haben. Auch Lehman Brothers wurde posthum, hat diesen Stresstest bestanden. Besonders stark waren Signature und Silicon Valley Bank natürlich gewesen. Interessant ist, wenn man mal die Ironie beiseite lässt, meine Damen und Herren, dass Goldman Sachs mit so das schlechteste Subprime-Kreditkartenportfolio hat. Das ist durchaus eine interessante Bemerkung. Und was mit hohen Zinsen und einer Hauspreisblase passiert, das sehen wir derzeit in Kanada. Hier sehen wir mal die monatlichen Insolvenzen in Kanada, schießen massiv nach oben. Gleichzeitig steigen aber auch die Mieten. Und das ist das große Problem, das sozusagen ein Phänomen der westlichen Welt ist. Eigentum, Hauseigentum ist immer unerschwinglicher geworden, weswegen mehr Leute auf den Mietmarkt drängen, weswegen die Mieten steigen, weswegen weniger Häuser gebaut werden, weil sich die keiner mehr leisten kann oder zu wenige leisten können und weil die Kosten dafür zu hoch sind. Alles drängt in den Mietmarkt, dadurch steigen die Mieten und das wiederum wird auch die Inflation hierzulande und in Übersee weiter hochhalten. Das wird kein Thema sein wahrscheinlich bei der Diskussion zwischen Trump und Biden heute Nacht. Hier das
Electoral College hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 2/3 ermittelt, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt, halte ich für einigermaßen realistisch. Diese Diskussion heute Nacht wird deshalb wichtig, weil eben in vielen Swing States, wie Ben Shapiro hier sagt, die Sache so knapp ist und deswegen da natürlich eine solche Diskussion schon den Unterschied machen kann. Kommen wir nochmal nach Japan. Hier wieder verbale Intervention durch den japanischen Finanzminister, nachdem der Yen ja gestern auf den tiefsten Stand seit 1986 gefallen ist und der Yen seit Jahresbeginn jetzt die schwächste Währung ist. Gratulation zu deiner Toilettenpapierwerbung, so Zero Hedge, sogar schlechter als die türkische Lira, der argentinische Peso. Und das Problem ist, die Notenbank müsste eigentlich, die japanische müsste eigentlich die Zinsen erhöhen, dann allerdings würde ihr wahrscheinlich der Anleihemarkt in die Luft fliegen, würden die Schulden in die Luft fliegen. Japan ja so verschuldet zum BIP wie kein anderes Land der in Anführungszeichen westlichen Welt. Und Energie und Schulden und all diese Dinge sind auch ein Thema natürlich in Deutschland heute. Jetzt der Bericht der Expertenkommission des Bundes. Man spricht hier von der Entstehung einer Energiearmut, dass die besonders untere Einkommensschichten betrifft, die durch die grüne Transformation besonders stark betroffen sind, denn die sind in Relation zu ihrem Gehalt besonders stark jetzt negativ betroffen durch diese Preissteigerungen. Und der Soziologe Mao hat ja neulich davon gesprochen, dass wir einen Klassenkampf ums Klima haben. Wir haben also diejenigen, die schön ihren Tesla vor der Tür haben, in Hamburg, Eimsbüttel oder in anderen großstädtischen Wohlfühlzentren wohnen und moralisch hehre Prinzipien haben, und wir haben die anderen, die sich das nicht leisten können und die Zeche dafür deutlich spüren. Und all das natürlich noch vor dem Hintergrund, dass wir demografisch ein Riesenproblem haben, nämlich die Babyboomer gehen in Rente, die Sozialbeiträge werden steigen, und hier warnt ein Professor davor, dass jüngere Menschen, die ja immer mehr Alte dann ernähren müssen und deren Rente zahlen müssen, den Generationsvertrag aufkündigen werden. Also es drückt an allen Seiten, alleine die Politik adressiert das natürlich nicht. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Schluss. Genaueres über Micron, was da abgegangen ist. Ist das ein Warnsignal für die überzogenen KI-Erwartungen? Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite und letzte, meine Damen und Herren. Steve Eisman, der aus Big Short bekannt geworden ist, mit platzender Hausblase in den USA reich geworden ist, der findet die Story von Nvidia total intakt. Anders als ich, aber mehr Meinungen ist mehr und bessere Information. Deswegen empfehle ich diesen Artikel, also diese beiden Artikel. Ich sage Servus, ciao.